gesagt, ich habe jeden Tag in meiner Zelle gekackt und in den Kakerlaken geschlafen. Wirklich. Ein wunderschönes. Hey Leute, die Schauen, wo sind wir da für euch am Start? Nur für wir euch. Sind am Start. Heute haben wir Türchen Nummer 9 und es haben uns so viele geschrieben, dass sie gerne eine Reaktion von AZ haben würden. Heißt der AZ? Ja, also AZ sagt jeder, aber da steht AZ, AZ oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall werden wir das machen. Es haben auch viele sich eine Reaktion auf Raf Camora gewünscht. Deswegen machen wir heute AZ und morgen kriegt ihr Raf Camora, damit ihr Bescheid wisst. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange um den heißen Brei, sondern fangen einfach mal an, uns das Lied anzuhören. Ich bin echt mega gespannt. Was ist die Geschichte, Bu? Der ist neu aus dem Bau und... Ja, irgendwie soll er neu aus dem Bau sein, meinte mein kleiner Bro. Mal schauen. Legen wir mal los. Kennst du AZ? Mm-mm. Ich auch gar nicht. Jetzt werden alle sagen, wie könnt ihr nicht kennen? Man, Leute, ganz ehrlich, Alter, es ist nicht... Das hat man nicht in der Schule gelernt, Rapper auswendig zu lernen. Es gibt wichtigere Dinge auf der Welt. Mir dauert der Anfang gerade wieder ein bisschen lange. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das merke ich immer wieder bei Reaktionen. Aber es hört sich sehr emotional an. Ja. Mal schauen, was kommt. So, es kann langsam losgehen. Alles klar. Fast life, baby. Ich hab mein Blackberry wieder in die Hand genommen. Schlag die Lein Schädel ein, bis Lila in die Kasse kommt. Sitz mit meinem Bruder im GL, weiß, bin Beifahrer. Aber so gehst du wieder rein, sagte mein Vater. Es tut mir leid, doch bei uns sind die Kosten hoch. Zu viel verloren mit der Flucht aus dem Kosovo. Mach dir keinen Kopf, sagte Mutter, Wallah, Gott ist groß. Für jeden meiner Feinde gibt es 9er Kugeln kostenlos. Und nach den Strafen fragt manche, kennen nicht der. Trotz dicken Strafen, ich weiß, es ist nicht dein Ding, Silly. Ich weiß, es ist nicht dein Ding, du magst mehr Sachen, die gute Laune machen. Ja, das weiß man ja aber schon, aber trotzdem, ich kann jetzt noch gar nichts dazu sagen. Also, aber ich stehe auf so einen Scheiß. Auf so einen Scheiß? Also, auf so eine eher ruhigeren, aber doch emotionaleren Rap-Sachen mag ich eigentlich ganz cool. Alle meine Jungs sind Rebella, Rebella. Umhänge Taschen von Bottega Veneta. Alle meine Jungs sind Rebella, Rebella. Nice. Oh, wie ich diese Tiere liebe, Leute. Richtig schönes, edles Tier. Würdest du so ein Tier haben wollen, Bu? Geparden finde ich sowieso heftig, oder? Leoparden, oh Gott, die Polizei kann mir ein Blasenwaller. Alles paradox, bitte verzeih mir meine Taten. Die Taschen voller Stoff auf gute Reise mit dem Wagen nur noch. Batzen im Kopf lassen nachts wieder kein Schlafen, bitte. Hör auf zu träumen, was juckt mich, wer du bist. Hab keine Angst vor deinen Freunden, hab die Wumme unterm Sitzkamm aus nem Kriegsgebiet. Und da hat man nie gelernt, Leute vorzuschicken mit der Hoffnung, dann alles zu klären. Aber kein Problem, bam bam, selbst an der Küste von Guyana. Wallah, fallen Schüsse vom Albaner. Bu, würdest du, sagst du, der ist Albaner? Der redet ja die ganze Zeit über Kosovo und Albanien und so. Ich finde, der sieht extrem aus wie ein Albaner. Ja, ne, finde ich auch. Würde ich sofort erkennen. Na, er sagt ja auch Schüsse vom Albaner, also genau. Muss er ja Albaner sein. Ich weiß, jetzt wird jeder schreiben, er ist Albaner. Leute. Aber ich finde albanische Musik richtig schön. Es gibt wirklich paar albanische Frauen, die richtig abgehen. Wirklich. Albo, Albo. Ja. Tasche von Bottega Veneta. Alle meine Jungs sind Rebella, Rebella. Umhänge Tasche von Bottega Veneta. Alle meine Jungs sind Rebella, Rebella. Leben dünner. Stehen morgens auf, leben dünner. Leben dünner. Gehen abends schlafen, leben dünner. Leben dünner. Gucken nonstop, leben dünner. Leben dünner. Ich war gezwungen, keine Wahl, ich muss die Waffe nehmen. Aus einem einzigen Grund, ich will euch lachen sehen. Kommt zu Vernunft, erst wenn Umsatz in die Kasse geht. Bis es heißt, wieder vor Gericht, Revision abgelehnt.
Wo, weißt du, was ich cool finde? Leute, die eigentlich neu aus dem Bau kommen, reden nur darüber, wie es im Bau war, wie es im Bau sein kann, ja, wie stimmt. es im Bau abläuft. Haben wir ja gesehen, ein Apo Red macht sogar nach zwei. Lass mal bitte. Ich kann nicht da aufhören, über dieses Thema zu reden. Er hat ja wirklich einen Film draus gemacht aus 2 Wochen Pussyknast. Und da muss ich auch wirklich mal Lou recht geben, dass er sowas raushaut und nicht sagt, ich habe jeden Tag in meiner Zelle gekackt mit Kakerlaken geschlafen. Wirklich, das finde ich cool, ja, dass stimmt. er nicht nur darüber redet und wie ein Mann es einfach mal durchgestanden ja, hat. Ja, ist so. Das stimmt. Bam, bam. Wanna find just a formal banner. Wallah, fein, Schlüssel vom Albaner. So, also ich denk mal, wir That's kommen zum it. Schluss, oder? Yeah. Yes, sir. Auf jeden Fall finde ich auch cool, dass Tiere eingebaut wurden. Es sind zwar Kleinigkeiten, aber ich finde, sowas macht viel aus. Ich finde, das sieht eigentlich ganz okay. Es ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, Alter, willst du mich verarschen? Aber es war ganz okay, oder? Was stimmt nicht mit dir? Findest du es okay oder wie findest du es denn? Ja, was deine soll Meinung, ich sagen? Das ist so, als wenn ich jetzt einen Mann frage, wie er Beyoncé's Dance For Me findet. Es gibt einfach Frauenlieder und es gibt Männerlieder. Und ich finde, es ist schwer für mich, die auf Beyoncé und so steht, da etwas abzugeben. Es gibt Lieder, die ich gut finde, auch im Deutschrap. Habt ihr auch schon öfters gemerkt. Zum Beispiel Desert Eagle und so. So eine Sachen fand ich wirklich cool, weil mir die Beats gefallen. Ich mag Sachen, die mir gute Laune machen. Aber für Männer ist eben mehr das hier was. Hab ich diese euch ja dunklen gesagt. Beats und ich habe ehrlich gesagt, konnte ich mich, ich weiß nicht warum, mich gar nicht auf den Text konzentrieren. Ich habe keine Ahnung, worum es ging. Du? Okay, jetzt im Nachhinein erinnere ich mich an den größten Teil zwar nicht. Ich kann aber mich nur okay. an lilane Scheine erinnern und nicht zurück in den Knast, glaube ich. Ja, Leute, auf jeden Fall war es ganz okay. Mo hat es wieder mal übertrieben. Mo meinte, oh, Alter, jeder hat drauf gewartet und bla bla bla. Keine Ahnung, also. Ja. Es war gut, Leute. Ja, es war gut. Man kann nichts Negatives drüber sagen, aber auch jetzt nicht extrem. Oh, krass, was ist das und weiß ich nicht was. Ja, wir werden morgen auf jeden Fall Raf Camora machen. Darauf bin ich extrem gespannt. Ich erhoffe mir da ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen gute Stimmung oder so. Natürlich kann nicht immer alles mit guter Stimmung eben, sein, aber das eben. Ist eben die Musik, auf die ich stehe, wenn es um Deutschrap geht. Es ist immer schwer, eine richtige Reaktion zu machen zu so Liedern, die mehr so dunkel sind. Dark Side. Leute, und ganz ehrlich, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Es soll jetzt nicht kommen, ah, du hast keine Ahnung oder doch. Leute, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ihr findet es so, wir... Ja, und vor allem, was ist immer, man hat keine Ahnung. Jeder Mensch hat Ohren und eben. Jeder Mensch kann doch das beurteilen, was er hört. Ja. Ob er es nun mag oder nicht, hat doch nichts damit zu tun, ob er keine Ahnung hat. Wenn mir ein Mensch sagt, Beyoncé kann nicht singen, dann heißt es, ich habe keine Ahnung, dann ist Beyoncés Gesang einfach nicht sein Ding. Eben. Und dann muss man das so hinnehmen. Und wem das nicht passt, was wir sagen, der soll einfach verfickt nochmal nicht auf unsere Videos klicken. Ja, Mann. Ja, ist so. Die tun immer so, als wenn man gezwungen wird und so ein Ding die Hand festhält und dich so zwingt drauf zu klicken. Und dann kriegst du so eine Maschine an die Augen, dass du gucken musst. Ist nicht so. Wenn einem was nicht passt, einfach gehen. Ja, Mann, einfach verpissen. Das ja. war's. Und Leute, ja, das war Tür 8, morgen kommt Tür 9 oder andersrum, war das schon Tür 9? Es ist Tür 9. Morgen kommt dann Tür 10, Leute, es ist, ihr glaubt es nicht, aber es ist so anstrengend, jeden Tag ein Video zu machen. Man denkt immer nur, das ist dieser kurze Moment vor der Kamera, aber was alles im Schnitt steckt, um Gottes Willen. Es ist jetzt, wie spät? 23:40 Uhr. Ich werde jetzt ungefähr bis 3 Uhr nachts das Video schneiden. So, Leute, wir sind raus. Hat ja. uns gefreut. Peace. Baba, beautiful. Was denn, ja?